Okay, hier hält man an, wie geplant. Wir wollen Richtung Baumfarm, daher weiter geht's. Das funktioniert auch fast. Ja, okay. Es könnte funktionieren. Schade. Hätte ja klappen können. Wir probieren es nochmal. Gar kein Problem. Da habe ich ja Geduld. Es macht ja gar nichts. Dann probieren wir es eben nochmal. Und das funktioniert. Wundervoll. Sehr schön. Ja. Oh, ja. Ja, bin ich echt froh, dass das Ganze so gut funktioniert. Hätte deutlich schlimmer sein können. Aber so kommt mir ganz gut klar. Also unser Bahnnetz wächst und wächst. Und natürlich war es eine gute Idee. Eine grandiose Idee. Es war eine grandiose Idee, den Schienenduper zu erstellen. So, ich schnappe mir mal einen Milcheimer. Dann ist nämlich dieses blöde Böse oben auch weg. Okay. Ja, und hier müssten wir eigentlich auch mal wieder kräftig brüten und so weiter, dass hier die ganzen Bestände mal vorankommen. Ich muss sagen, es gibt viele Tiere, die ich absolut ignoriert habe bisher. So Füchse, Lamas, da mache ich einfach gar nichts mit. Weiß auch nicht, ob man da großartig was mit denen machen kann. Irgendwas Sinnvolles? Ich bin nicht sicher. Naja. So, hier brauchen wir, denke ich mal, auch nichts mehr. Ich gucke gerade nochmal in unsere Kiste, ob da noch was Sinnvolles drin ist. Nicht wirklich. Daher. Fahren wir mal wieder zurück. So, und jetzt ist eben der Haken. Jetzt ist der Haken. Wir müssten jetzt eigentlich komplett zurück zur Villa fahren. Ich meine, in dem Fall ist es nicht schlimm. Denn ich will jetzt eh zurück zur Villa, damit wir nochmal eine Schere mitnehmen können. Und dann halt ordentlich weitermachen können bei unserer Baustelle. Aber das ist halt der Haken. Wenn man jetzt zurück zum Bahnhof will, tja, geht nur über den Umweg Villa. Ne? Wie gesagt, das ist halt so der kleine Wermutstropfen, der da noch drin ist. Aber ansonsten finde ich das System schon gut. Dann passt soweit. Sehr, sehr schön. I like it. Manchmal, also ich genieße diese Strecke auch, muss ich sagen. Um manchmal einfach die Aussicht zu genießen auf all das, was wir schon hier errichtet und erbaut haben in all den Jahren, die ja dieses Let's Play nun schon läuft. So. Danke. Ach ja, schon schön, schon schön. Ist schon einiges passiert über die Jahre hier. So, Werkzeuge. Wir haben keine Schere hier drin. Super. Bau mal schnell eine. Eisen haben wir hier um die Ecke. Eisen, Eisen. Es ist das Eisen. So. Und ich schmeiß hier gerade noch mal in unser Döns hier ein paar Sachen, die wir nicht mehr brauchen, wobei es gar nicht so viele sind, sehe ich gerade. Auch die Fackeln, ganz ehrlich, ich behalte die lieber mal, weil du nie weißt, wenn wir das nächste Mal feststellen, oh, hier müsste eine Redstone-Fackel hin. So, Feuerstein kann auch weg, ganz ehrlich, braucht kein Mensch hier. Snip. Okay, und dann würde ich sagen, mit der Lore einmal wieder zurück in Richtung. Wohin eigentlich? Richtung Sportstätten. Wobei da die Lore wahrscheinlich gar nicht der beste Weg ist. Egal. Wir machen es jetzt trotzdem mal mit der Lore. Gar kein Ding. Ich glaube, der beste Weg dazu wäre tatsächlich. Der beste Weg zu den Sportstätten wäre tatsächlich durch den Nether.
Das geht ziemlich schnell. Aber gut. Ja, gut. Das klappt hier halt auch so semi manchmal. Aber auch das Konzept ist mittlerweile bewährt mit den ganzen Schaltern hier, würde ich sagen. Auch da kommen wir ganz gut durch. Und ich habe vergessen, was zu essen mitzunehmen. Das ist natürlich jetzt blöd. Naja, müssen wir halt noch mal nach Hause demnächst. Außer wir haben hier zufällig noch irgendwas. Das wäre natürlich ein Träumchen. Haben wir hier. Ja, gut, wir haben Äpfel. Will ich jetzt Äpfel essen? Echt? Mache jetzt eine Schallplatte an und gehe dann. Tschüss. Toll, ne? Richtig clever. Ja, vielleicht werden wir Äpfel essen müssen. Mega cool. Geht so. Ja, dann graben wir uns doch hier gerade mal durch. Machen wir doch direkt mal, setzen wir doch direkt mal das Gesagte in die Tat um. So. Ne, was wir jetzt schaffen. Das müssen wir morgen dann nicht mehr machen. Ja, haben wir keine Fackeln mehr? Kann ich mir nicht vorstellen. Tja. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Jetzt kann ich es mir vorstellen auf einmal. Tja, so schnell kann es gehen. So. Okay, ja gut, jetzt haben wir wieder eine Fackel. Hahaha. Super, ne? Toll. Jetzt haben wir genau eine Fackel. Na gut, wenn wir die taktisch gut anbringen, könnte die auch ein bisschen was erleuchten hier in diesem Tunnel. Wobei ich glaube, hier im Tunnel sollten wir wieder Glowstone anbringen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. So mal langfristig gedacht. Warum ist da oben jetzt Licht? Ist offenbar eine Höhle oder so. Ein kleiner Höhleneingang zumindest mal. Baggern wir das hier alles mal weg. Die Fackel stecken wir mal hier hin. Und dann können wir den ganzen Stein einsammeln. Wer weiß, für was wir ihn noch brauchen. Ja, ich weiß, das sage ich immer. Und am Ende brauchen wir ihn wahrscheinlich für gar nichts. So. Ich stopfe ihn mal hier in die Kiste rein. In die Kiste. So, genauso wie das Redstone-Gedöns, das ich dann bestimmt irgendwann suchen werde. Geht da hinten schon wieder die Sonne unter oder geht die gerade auf? Bin mir da ja nicht so sicher. Es sieht so aus, als würde sie untergehen. Das wäre natürlich nicht so schön. Hoffen wir mal nicht, dass das so ist. So. Anyway. Wir bauen mal ganz unvermittelt weiter. Das kommt ja dann weg. Ja, es wird gerade definitiv Nacht und ich habe irgendein Haar im Mund. Bäh. Bäh. Nicht so geil. So. Okay. Ja, und eigentlich muss ich sagen, eigentlich machen wir schon ganz gute Fortschritte, oder was würdet ihr sagen? Ja, schon mal in einer letzten Aufnahme angesprochen. Ich finde,
die Bilanz, also was wir hier so schaffen innerhalb der einzelnen Folgen, ist schon deutlich besser geworden. Ich finde, früher haben wir viel mehr rumgedümpelt, ohne irgendwas zu schaffen. Und mittlerweile wird hier geklotzt, nicht gekleckert. Kann man, glaube ich, schon mal so sagen, oder? Gerne mal in die Kommentare eure Ansicht dazu. Bin der Meinung, dass wir hier deutlich schneller vorankommen mit den einzelnen Baustellen, als das noch vor vielen Jahren der Fall war. So. Dann packe mehr Kies hier hin. Sehr schön. Und dann wird das Ganze so langsam sich ein Weg. Ich muss jetzt nur mal schauen. Wir sind hier auf Höhe 65. Ich hoffe, der Weg ist auch auf derselben Höhe, aber er müsste auf derselben Höhe sein. Doch, 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 doch. Ist es mit Sicherheit, ist er mit Sicherheit. Ich will es jetzt nur noch mal double checken. Ja, ist er. Okay, sehr schön. So, das heißt hier, das müsste dann, wenn ich nicht komplett falsch liege, müsste dann hier der Weg weitergehen. Oder nicht? Hier die Dingens rein. So, schauen wir doch mal, ob dem so ist oder nicht. Mal, wenn ich hier das alles wegtrage. Also wir werden noch eine Menge Sand wegbuddeln, fürchte ich. Aber hey, dafür haben wir dann genug Sand für den Rest des Let's Plays wahrscheinlich. Und können Gläser machen, so viel wir herstellen wollen. Oder herstellen können. Jo, das passt. Sehr gut. Das funktioniert. Weiß noch nicht, ob dieser Weg so funktionieren wird. Da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher. Oh, nicht ganz sicher. Entschuldigung, Herr Kaktus, das wollte ich gar nicht. Aber du hättest eh weggemusst. Von daher alles gut. So, die Kakteen werden hier umgesiedelt. Das sind Zustände wie bei RWE. Das war knapp. Gold on top! Jawohl! Der Boy weiß, wie es läuft. Er hat den Drip. Nice. Okay, einmal den ganzen Schand hier reinmachen. Sehr schön. Okay. Lege ich mich jetzt wieder pennen? Ja, ne? Wir legen uns mal eine kurze Runde pennen, bevor wir weitermachen. Und dann, ja, müssen wir mal schauen, wie wir hier weiterkommen. So, Chris, vielen Dank für das Bettchen. So. Und gut, der Apfelverbrauch oder Gebrauch sieht ja dann, also funktioniert doch ganz gut. Hätte ich nicht gedacht, dass er so viel hergibt, aber vielleicht bin ich da noch Breath of the Wild gewöhnt. Da haben die Äpfel ja ungefähr gar nichts gebracht, wenn man sie zumindest roh verzehrt hat und nicht irgendwie geröstet hat oder so. Hier, Junge, was soll das? Was soll das? Ich glaube, es hackt. Ich glaube wirklich, dir geht's zu gut. Warum eigentlich dieser Dialekt die ganze Zeit? Ich weiß es doch nicht. Ich glaube, wegen RWE gerade noch. Ja, RWE, ey. Ne? Auch ein geiles Gesprächsthema, was mich tatsächlich in den letzten Wochen, mittlerweile Monate, sehr verfolgt. Muss ich sagen. Und zwar diese ganze Geschichte mit Tagebau und vor allen Dingen den damit einhergehenden Umsiedlungen. Echt ein mega interessantes Thema, auf das ich ja gestoßen bin, weil ich in Gerpen im Urlaub war.
Mein Campen in Urlaub eigentlich nur so einfach aus just for fun, ne? Mal so Nähe Köln. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass man in Kerpen nicht viel machen kann, dass wir vor allen Dingen dann Richtung Köln unsere Fühler ausstrecken werden im Urlaub. Aber da habe ich die Rechnung ohne den Tagebau gemacht und habe ja dann erst vor Ort festgestellt, dass Kerpen ja praktisch direkt neben dem Tagebau in den Hambacher, neben dem Hambacher Forst liegt, also im Hambacher Tagebau liegt. Und ne, ich habe ja die Story, glaube ich, schon mal erzählt, mache es gerne nochmal, dass ich dann da gelesen habe, dass es eine Ortschaft gibt namens Mahnheim. Das war früher ein eigenständiges Dorf. Mittlerweile ist es ein Stadtteil von Kerpen. Und Kerpen muss man, glaube ich, übrigens auch so aussprechen. Also man darf nicht sagen Kerpen, sondern es ist Kerpen. Mit dem rheinländischen R. Es ist Kerpen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja. Und das ist eine Ortschaft, die umgesiedelt wurde. Und für mich war es eine besondere Ortschaft, weil erstens, der eine oder andere weiß es vielleicht, aus Kerpen bzw. aus Mannheim kommen Michael und Ralf Schumacher. Die haben dort gelebt, sind dort zur Schule gegangen. Und auch ihre Hauskartstrecke, der Erftlandring, glaube ich, heißt die. Die Kartstrecke, wo auch Heinz-Harald Frentzen seine Karriere damals begonnen hat als Kartfahrer. Die gehört auch zu Kerpen-Mahnheim. Und das ist ein Ortsteil, beziehungsweise ein eigenständiges Dorf, wenn man ehrlich ist. Also ist nicht wirklich verbunden mit Kerpen gewesen. Jetzt schon eher, denn das Ganze wurde umgesiedelt, damit man dort Braunkohle fördern kann, abbaggern kann. Mit riesigen Baggermaschinen. Also, falls ihr mal die Möglichkeit habt, zu einem Tagebau zu fahren, muss ja nicht unbedingt der Hambacher Tagebau sein. Es gibt ja auch noch ganz viele andere in Deutschland. Es gibt in Ostdeutschland welche. So in der Region Weißwasser gibt es auch viele Tagebaue, oder wie man es nennt, wo riesige Erdmassen von gigantischen Baggern weggefräst werden. Und das 24/7. Also als ich in Kerpen war, habe ich auch mal den Tagebau, also da gab es so eine Aussichtsplattform und die habe ich damals auch besucht. Terra Nova heißt die, falls ihr mal vor Ort seid. Ganz cool. Also was heißt ganz cool? Man kriegt da halt ein gutes Gefühl dafür, wie riesig dieser Tagebau ist. Und den habe ich auch mal nachts besucht. Ja, und auch nachts wird dort gearbeitet. Also 24/7, egal wann ihr diese Folge hier schaut, falls das Ganze nicht schon, weil Kohleausstieg wurde ja beschlossen, die Frage ist nur, bis wann er umgesetzt wird und so. Aber falls ihr es nicht nach dem Kohleausstieg dann irgendwann schaut, sondern davor, ist auch jetzt gerade in der Nähe von Kerpen der Bagger am Arbeiten und schafft Erde weg, schafft damit natürlich auch Braunkohle weg. Und ja, manche Dörfer müssen dafür eben weichen. Für mich war es jetzt Kerpen-Mahnheim, was sowas Besonderes war, weil ich dort eben durchgefahren bin. Weil ich dieses Dorf oder diesen Stadtteil halt mit eigenen Augen gesehen habe und gesehen habe, beziehungsweise das Einzige, was ich gesehen habe, war, dass ich vieles nicht mehr gesehen habe. Denn Kerpen-Mahnheim war kaum wiederzuerkennen. Ich habe natürlich Bilder und Video im Internet gefunden dazu. Und als ich dort war, standen vielleicht noch 20 Häuser und die Kirche. Und einige Straßenzüge gab es auch schon gar nicht mehr. Also da war Kerpen-Mahnheim tatsächlich schon nicht mehr wirklich Kerpen-Mahnheim, sondern halt nur noch eine große Baustelle im Endeffekt. Leute haben dort nicht mehr viele gewohnt und das war im März 2022. Also wenn diese Folge rauskommt oder wenn ihr die schaut, dann hat sich die Situation vielleicht noch mehr verschlimmert. Beziehungsweise, was heißt verschlimmert? Also Kerpen-Mahnheim ist definitiv dem Untergang geweiht. Eben weil dieser Ort weichen muss, denn es gibt dort Braunkohle und die muss sich RWE holen. Moment.